Ja, heute ganz viele Themen von Homosexualität, Bisexualität, Polyamorie bis hin zum Punkt, ja, fangen wir aber mit dem Punkt an, sozusagen, je näher wir der Wahrheit sind, desto kleiner wird die Gruppe der Personen, die etwas mit uns anfangen können. Das ist das Ergebnis der Gehirnwäsche der Marktwirtschaft der letzten 140 bis 400.000 Jahren, dass also hier dieser Teil der Menschen einer so totalen Gehirnwäsche unterzogen ist, Gehirnwäsche, Manipulation, Propaganda, Werbung, letztendlich mit Hilfe von vorteilbringenden Irrtümern, dass also sozusagen dieser große Teil der Gesellschaft eigentlich nur, ja, Sklave und Opfer einer Gehirnwäsche ist und nur diese ganz, ganz wenigen durch uns überhaupt erreichbar sind und das überhaupt verstehen können. Und das ist das Drama der Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist eine Maschine, die als, nachdem sie einmal erfunden wurde und gestartet wurde, offensichtlich nicht mehr aufhören kann zu laufen und im Moment nur, ja, entweder gar niemals zu stoppen ist, also erst gestoppt werden wird, ja, wenn dieses ganze Universum durch uns Menschen zerstört ist. Also wir verdrecken ja schon das ganze All und um uns herum ist ja schon verdreckt, ist eine Müllhalde geworden. Die Erde ist eine Müllhalde geworden, eine Giftmüllhalde geworden. Die Meere sind eine Müllhalde geworden. Alles wird zu einer Müllhalde. Das macht eben Marktwirtschaft. Und das Entscheidende, was Marktwirtschaft macht, ist, dass das Hauptanliegen der Marktwirtschaft ist die Unterdrückung der Sexualität, also das Wegnehmen sozusagen der Liebeslust, ja, der hier, das ist nur ein Symbolbild für mich als Mann der hübschen Frauen aus aller Welt, die alle, ja, wo wir alle sehen, dass wir genetische Programme haben, diese attraktiv zu finden. Also ich könnte quasi, wenn nicht die Frauen zum Beispiel durch die Hexenverbrennung dazu gebracht worden wären, vor jedem Körperkontakt zu fliehen, dann würde ich eigentlich auf der Straße jede fünfte Frau, und das ist nur deswegen heute so, weil ja so viele wir ja es damit zu tun haben, dass die Marktwirtschaft die Menschen auch hässlich macht. Das macht sie ja nicht nur übergewichtig und krank und chronisch krank und zerstört ja nicht nur Gesundheit und alles und, sondern es zerstört auch die Schönheit der Menschen, ja? Also wenn die Menschen Natur belassen würden, würde ich vielleicht sogar jede dritte Frau der Erde, der ich begegne, gerne in den Arm nehmen und zärtlich sein mit ihr und so weiter. Und so sind wir Menschen. Warum gehen so viele Menschen, die sich doch zu einer Ehe verpflichtet haben, fremd und so weiter? Weil eben Sexualität die Hauptglücksquelle einer hochsozialen Art wie Panpaniscus bonobo oder Homo sapiens, Homo erectus, Homo sapiens, eben ist, das ist ihr Konstruktionsmerkmal. Ja, das heißt also, man hat sozusagen, man hat die, in der Evolution hat man quasi die Ausweitung der Sexualität als teure Investition getätigt,
Und um es genauer zu sagen, es haben die Gruppen, die Sexualität genetisch, bei denen genetische Mutationen vorlagen, die die Sexualität ausweiten auf, ja, letztendlich hohe Kosten verursachen, weil Sexualität ist Zeitverschwendung, Zeitvergeudung. Ja, denken Sie nur mal dran, was es bedeutet, wenn bei Bonobos alle Frauen mit allen Frauen ständig Sex miteinander haben, mehrmals am Tag und so weiter. Dann ist das eine ungeheure Zeitverschwendung und Zeitvergeudung, die nur dann sich durchsetzen kann, wenn es darum, wenn die Art von einer größeren Zeitvergeudung herkommt und Energievergeudung herkommt. Und da wir alle letztendlich von löwenartigen Sozialsystemen und gorillaartigen Sozialsystemen herkamen, in denen, denken Sie an die Löwen, es ganz häufig zu Rivalentötungen und Kindertötungen kam, die sehr große Energieverluste und Kosten darstellen, sehr viel Verschwendung darstellen letztendlich, war dann die Wahl der Ausweitung der Sexualität als Instrument, um Rivalentötung und Kindertötung zu beseitigen. Also man spart quasi große Verschwendung ein durch eine kleinere Verschwendung. Und der Natur war es offensichtlich nicht möglich gewesen, sozusagen letztendlich die Sache anders zu lösen. Also ich wiederhole nochmal. Der Monogamiezwang ist ein Hauptanliegen der Marktwirtschaft. Überall aus aller Welt gab es Berichte über Nicht-Monogames. Aber in den Marktwirtschaftszentralen, wie zum Beispiel Deutschlands, ist davon letztendlich nichts möglich, weil sozusagen, ja, die Forscher haben berichtet, dass trotz der immer weiter um sich greifenden Marktwirtschaft auf der Erde immer noch überall Reste nicht monogamen Geschehens sind. Viele Männer mit einer Frau oder mit mehreren Frauen oder viele Frauen mit einem Mann oder viele Frauen mit vielen Männern und ja, alles, überall gibt es Berichte davon. Und die Marktwirtschaft hat aber die Zwangsmonogamie eingeführt, sodass sogar die Menschen, die sich befreien und homosexuelles Leben, ja, also die weibliche Bisexualität dürfte ja zu 100% genetisch und natürlich sein, sozusagen. Aber ganz egal, jetzt wie viel männliche Homosexualität wirklich völlig genetisch und natürlich ist und so weiter, das spielt ja auch gar keine Rolle. Denn das oberste Prinzip einer Gemeinwohlwirtschaft, also einer gesunden Gesellschaft, also hier mit Gemeinwohlwirtschaft, also hier, wo haben wir es denn hier? Ja, also eine gesunde Gesellschaft freut sich über jede Form des Glücks, die keine Sucht darstellt. Und dann freut sich natürlich eine gesunde Gesellschaft und eine Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft freut sich natürlich so über jede Form ja, letztendlich der Homosexualität, Bisexualität, der Polyamorie, der Gruppenehe, was auch immer, weil sexuell befriedigte Menschen einfach seltener krank werden und dadurch dann ja die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die Gesundheitsteams mehr verdienen dann in der Gemeinwohlwirtschaft, aber nur in der Gemeinwohlwirtschaft, ne? Ja, und dann auf der anderen Seite, ja, ich lese erst mal vor, heute Abend ist ja wieder unsere nächste Talkshow, wozu ja, die ja offen ist für alle Menschen,
die sachlichen Argumenten aufgeschlossen sind und selber sachliche Argumente vorbringen können, ja, die freie Argumentekultur. Ja, ich habe ja jetzt mal hier vorgeschlagen, auch für die Partei, dass man das Ganze nennen sollte, Samstag Forum für kompetente Gemeinschafts- und Politikexperimente, FEC Forum, also das weltberühmte ZEC gibt es ja und Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung und wir, das sollten das hier vielleicht auch FEC nennen, Forum für experimentelle Gemeinschafts- und Gesellschaftsgestaltung, übrigens hier unten rechts. Das rundliche Ding anklicken, Wiedergabe, Geschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Ja, Forum für experimentelle Gemeinschafts- und Gesellschaftsgestaltung, FEC, jetzt auch als Online- und Telefontalk und als schriftliches Online-Forum. Ja. Da haben wir ja hier das die freie Argumentekultur-Forum, ja. Ja, also für alle Top-Gemeinschafts- und Politikprojekte, also ich bin ja für die Öffnung für alle und das im Prinzip ist dieses Forum natürlich offen für alle Projekte, die es wirklich gut meinen und die nicht nur letztendlich wieder was Verrücktes sind im Rahmen der Marktwirtschaft, ein Geschäftsmodell im Rahmen der Marktwirtschaft. Sarah Wagenknecht hat ja gerade eben nochmal in der Sendung aufgezeigt, in ihrer Donnerstagssendung aufgezeigt, wie diese ganze Korruption ist und wie das Denken der Menschen einer einzigen Gehirnwäsche der Konzerne unterliegt. Und wir sagen ja, nein, das ist zu kurz gegriffen. Wir sind einer Gehirnwäsche aller Sparten der Gesellschaft unterlegen. Dazu gehören auch die Behörden, denn alles läuft marktwirtschaftlich. Alle möchten sich vergrößern und erweitern und ihre Karrierechancen vergrößern auf Kosten des Restes der Gesellschaft und entwickeln deswegen nach und nach, evoluieren sich vorteilbringende Irrtümer, mit denen alles einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Ja, also für alle Top-Gemeinschafts- und Politikprojekte und für Gemeinschaft, und mit Top meine ich eigentlich nur, dass sie argumentieren können für ihre Vorgehensweise, aber auch sich anhören können, die Argumente, die gegen ihre Vorgehensweise sprechen. Das sind Top-Gemeinschafts- und Top-Politikprojekte. Und für Gemeinschaftssuchende und für Menschen, die sich in neuen Parteien engagieren wollen. Offene Austauschmöglichkeit für alle, die sich für irgendetwas aus den folgenden Punkten interessieren. Zum Beispiel für verantwortliches, verantwortbares Handeln fürs Gemeinwohl. Verantwortungsbildung, Bildung des Gemeinsinns und Gemeinwohlsinns. Also Skobel hat in der Sendung vor kurzem, Skobel von Dreisat, der Philosoph, hat also über so Gemeinsinn gesprochen, hat sich da, glaube ich, auch auf Kants Überlegungen bezogen, wenn ich mich recht erinnere. Also auf jeden Fall Bildung des Gemeinsinns und Gemeinwohlsinns. Aber da müssen wir aufpassen, da gab es eine Sendung Moral als Bosheit. Also Sie wissen ja, dass ich als naturwissenschaftlicher Denker eher sage, die geisteswissenschaftlichen Dinge haben Schwachpunkte. Einer dieser Schwachpunkte ist eben dieses Moral als Bosheit, dass also wer sozusagen, dem gesagt wird, er soll sich einer Bildung, einer Verantwortungsbildung unterziehen, einer Bildung unterziehen, eine Bildung mit dem Ziele, mehr Gemeinsinn und Gemeinwohlsinn zu erzeugen, das kann wie ein erhobener Zeigefinger erlebt werden. Und Sie wissen, dass wir Naturwissenschaftler auch einen Weg haben, ohne diese Anregung hin in Richtung einer Verantwortungsbildung, denn wir sagen, wir verlassen uns da auf das, was die Evolution an verantwortlichen Lebensformen herausgebildet hat. Und das sind ja eben die naturwissenschaftlichen Glücksmöglichkeiten. Also einmal haben wir ja die Gemeinwohlwirtschaft und
die Diskussion rund um die Gemeinwohlökonomie als eine Variante, ein Diskussionsvorschlag sozusagen überhaupt. Und wir haben die Diskussion um die urmatriarchale, pazifistische, bonobo-schenker-kommunistische, polyamore, weiblich-bisexuelle Gruppenehe, ja, und damit also um die große, noch anstehende sexuelle Revolution, die bisher noch nie stattgefunden hat, da sie in der Marktwirtschaft, da die Marktwirtschaft immer wieder die Sexualität unterbuttern wird. Das ist das Wesen der Marktwirtschaft. Ne? Ja, und weitere Punkte, für die man sich interessieren könnte, für Deutschland als Gemeinwohlstaat bzw. Gemeinwohlgesellschaft, GWG, für das Thema Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften im Rahmen der des Gemeinwohlstaates, dann fünftens Gemeinwohlgemeinschaftsleben mit experimentellen geisteswissenschaftlichen Gemeinschaftsteilen und naturwissenschaftlichen Gemeinschaftsteilen. Ja, da haben wir hier verschiedene Links dazu. Die naturwissenschaftliche, da habe ich ja die Einladung sozusagen an die Milliardäre dieser Welt, zu unseren Gemeinschaften. Ich selbst versuche ja hier weiterhin die Gemeinschaft Köln-Süd, die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd ins Laufen zu bringen, zu starten und so weiter. Aber die Marktwirtschaft ist überall stärker. Überall auch die ganzen polyamoren Frauen oder bisexuellen Frauen sind aber doch von der Marktwirtschaft so verändert und so unterdrückt und zerstört, dass sie eben in einer wirklichen Vollbefreiungskommune und Gemeinschaft sich dann doch nicht vorstellen können zu leben. Ja. Ja, insofern kostenlose Supervision von Gemeinschaften, Kommunen und so weiter wird bis jetzt auch noch nicht angenommen, weil einfach natürlich die Gemeinschaften, die die Marktwirtschaft zulässt, die Kommunen, die die zulässt, natürlich verklemmte letztendlich Gemeinschaften sind, wo die Menschen eigentlich völlig anders leben wollen, aber eigentlich in ihrem Kopf nur genauso leben dürfen, wie sie durch die marktwirtschaftliche Gehirnwäsche erzogen sind, leben zu sollen. Und das ist dann immer wieder verklemmt, ist monogam und ist eben letztendlich sexualitätsunterdrückerisch zu leben. Ne? Ja, und Top-Gemeinschaftsprojekte, also der Samstag ist offen für alle möglichen Projekte, also hier, und für alle Top-Projekte, also ständig die Einladung, ja, sofort teilzunehmen und hier teilzunehmen und den ersten Link dazu, hier teilzunehmen, findet man ja auch dann schon hier. Ach ne, es dauert doch ein bisschen, bis man, hier kann man dann den ersten Link zur Teilnahme finden. Aber hier sind die Fernsehsendungen, ja, und vielleicht nochmal, hier steht es jetzt nochmal ein bisschen genauer, zur ZDF-Sendung und Arte-Sendung, auch zum weltberühmten Diskussionsvorschlag von Christian Felber, Attac Österreich, Gemeinwohlökonomie. Ja, wobei das eben ein Diskussionsvorschlag zum Thema Gemeinwohlwirtschaft ist. Schluck Wasser. Über den man natürlich genauso wie auch die anderen 4, 5 Vorschläge zum Thema Gemeinwohlwirtschaft, Diskussionsvorschläge kontrovers diskutieren muss, muss man auch darüber kontrovers diskutieren. Gut, soweit, so viel. Dann lese ich gerade erst nochmal hier das vor. Ja, jetzt kommt der entscheidende Punkt, der aus meiner Sicht für die naturwissenschaftliche Sichtweise der Gemeinwohlwirtschaft und des Gemeinwohldenkens und des Gemeinsinns und des Gemeinwohlsinnes steht. Hätte es nämlich der Mensch auch ohne Sex
nur mit Gemeinwohlsinn oder Gemeinsinn geschafft, hätten die Entwicklungsmöglichkeiten oder hätten die Lustmöglichkeiten durch viel Sex verschwinden müssen und anderes Lust machen müssen, weil es sich ja dabei dann um sinnlose Verschwendung handelt. Ja? Also, bevor ich darauf eingehe, auf das große Thema Sex, Homosexualität, Bisexualität, Polyamorie als Vergeudung und warum die Evolution notwendigerweise oder sinnvollerweise auf Vergeudung setzt, bevor ich darauf zurückkomme, noch ein Satz, ja, noch eine Frage an die Zuschauer, an die Leute. Ja, wer kann sich der Gehirnwäsche, der Totalgehirnwäsche der Marktwirtschaft entziehen und kann vollständig, also wer gehört zu den ganz wenigen, der wirklich voll aussteigen kann, will, und zwar richtig und nicht wieder nur aussteigen will in etwas, was wieder nur alter Wein in neuen Schläuchen ist, also Marktwirtschaft in Pseudo revolutionären Gemeinschaften, Projekten oder sonst wie. In Wirklichkeit ist das fast alles, was existiert an Projekten, ist nur alter Wein in neuen Schläuchen, ist am Ende wieder Marktwirtschaft und ist nur wieder dann Teil der Marktwirtschaft und ist am Ende wieder Mitläufertum in der Marktwirtschaft. Also wir suchen die wenigen klugen Menschen, die wirklich versuchen wollen, richtig auszusteigen, nämlich in die Welt des Gemeinwohlorientierten, raus aus der Marktwirtschaft, rein in die Gemeinwohlwirtschaft und raus aus der Marktwirtschaft in die Gemeinwohlgemeinschaften, zum Beispiel in die Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd. Ja? Aber jetzt zu diesem entscheidenden Argument. Ja? Sexualität, denken wir nur an die Bonobos. Ja? Also, wenn die Frauen bei den Bonobos und bei uns Menschen in der urmatriarchalen, pazifistischen, bonoboschenker, kommunistischen, polyamoren, weiblich-bisexuellen Gruppenehe, wenn da die Frauen ständig Sex mit Frauen haben, was ist die Verschwendung und der Verlust dabei, der Energieverlust dabei? Das ist alles hier reine Zeitvergeudung, denn keine dieser sexuellen Aktionen kann ja jemals zu einem Kind führen. Ja? Das heißt, es ist biologisch gesehen reine Energievergeudung und reiner Totalverlust. Aber warum, oder auch wenn dann bei den Bonobos und bei den Menschen ab und zu dann eben auch Männer mit Männern Körperkontakt und Sex haben, da kann doch auch niemals ein Produkt daraus erwachsen, ein Kind, ja? Also auch wieder Energieverlust und Zeitvergeudung. Aber warum hat sich dieser enorme Energieverlust und diese Zeitvergeudung, der eben nicht in der Produktion von Nachfahren endet, warum hat er sich so erfolgreich durchgesetzt? Warum hat er in der Evolution gewonnen? Bei den erfolgreichsten Arten der Erde, bei den Bonobos, Panpaniscus Bonobo und Homo erectus, Homo sapiens, warum hat sich da dieses Verrückte durchgesetzt? Ja, weil eben es darum ging, größere Verschwendung zu verhindern. Ja? Das heißt, die Evolution hat den Weg gefunden, die Sexualität auszuweiten, sodass dann alle Frauen
alle Frauen der Gemeinschaft lieben. Also die in der Natur läuft das ja so. Junge Frauen kommen aus aller Welt, ab der Geschlechtsreife, in die Gruppenehe neu herein, bitten quasi um Aufnahme. Dann passiert, prüft sich das Ganze, indem die vorhandenen Frauen letztendlich gucken, ob sie diese neue Frau, junge Frau lieben können, ob sie die sexuell attraktiv und begehrenswert und liebenswert finden können. Dazu musste ja die Genetik der Frauen verändert werden, dass die also jetzt sozusagen nicht nur Interesse haben an Sex mit Männern, sondern auch ein vitales, genetisch verankertes Interesse an Sex mit Frauen haben. Und das ist eine enorme Vergeudung. Aber die schützt davor, dass in der Natur normalerweise Frauen dazu neigen, Säugetierfrauen dazu neigen, die Kinder anderer Frauen zu töten, weil das Konkurrenz für ihre eigenen Kinder darstellt. Ja? Und da, um das zu verhindern, also die Kosten zu verhindern, die Großkosten, die durch die gegenseitige Kindertötung durch Säugetierfrauen entstehen, waren die Kosten für eine Ausweitung der Sexualität zwischen den Frauen waren geringer als die Kosten für die Kindertötung durch Frauen. Und deswegen haben sich Gruppen, bei denen Gene vorlagen, die sozusagen die Sexualität ausweiteten, dafür aber weniger Kosten bei Kindertötungen hatten, zu verzeichnen hatten, waren energetisch sparsamer und damit erfolgreicher als Gruppen, in denen die Sexualität nicht ausgeweitet wurde. Und ja, und dadurch war das Erfolgsmodell der Evolution, das letzte große Erfolgsmodell der Evolution, die Herausbildung der der urmatriarchalen, pazifistischen, bonobolschenka, kommunistischen, polyamoren, weiblich-bisexuellen Gruppenehen. Das war das Erfolgsmodell der Evolution. Ne? Das war das mit dem geringsten Energieverlust, hoher Energieverlust immer noch. So, und jetzt ist es so, wenn jetzt die Geisteswissenschaftler recht hätten und hier oben im Kopf sozusagen durch das Denken und das vernünftige Denken und das sinnorientierte Denken, das erinnert immer an Professor Viktor Frankl und seine Logotherapie, sinnzentrierte Psychotherapie und so weiter. Und dann auch das Wort Gemeinwohlsinn und Gemeinsinn ist ja irgendwie doppelsinnig. Das erinnert so ein bisschen an das Thema Sinn, aber auch als Sinn, als wahrnehmungsoptischer Sinn, haptischer Sinn, olfaktorischer Sinn und so weiter. Und ja, das Bedürfnis nach Sinn und Gemeinwohlsinn, das sind alles so Wortverwandtschaften, ja, die vielleicht nicht ganz zufällig sind. Und wenn es also möglich wäre, dass unser Geist, Kraft des Geistes in der Lage wäre, die Rivalentötung und die Kindertötung zuverlässig zu stoppen, genauso zuverlässig, wie das die ausgeweitete Sexualität macht, dann hätte es doch sich in der Evolution durchgesetzt und dann hätte doch auch der Mensch von heute eigentlich null Interesse an Sexualität haben müssen, dann hätten wir doch die ganze Sexualität einsparen müssen können. Denn wenn in der Evolution ein Energieverlust, nämlich die Rivalentötung und die Kindertötung, zuverlässig durch die Kraft des Geistes unterbunden werden kann, dann brauche ich doch die Großkosten einer ausgeweiteten Sexualität nicht mehr und ich kann dann doch dazu übergehen, dass ich die Sexualität wie bei vielen Tierarten auch so reguliere, dass eigentlich die größte Zeit des Jahres
die Lebewesen gar kein Interesse mehr an Sex haben. Dass also, wenn ich dann das Bild einer Frau sehe, die größte Zeit des Jahres, wir sprechen da ja von Brunftzeiten oder ja, so ähnliche Begriffe. Das heißt, dass das ganze Jahr über sind die Frauen und Männer füreinander alle so attraktiv wie ein Stück Stein. Haben null Bock, null sexuelle Regungen, weil durch hormonelle Umsteuerung sozusagen die sexuellen Lustmöglichkeiten abgeschaltet sind. Großteil des Jahres. Und dann würde nur in einer ganz kurzen Zeit des Jahres würde sozusagen einmal kurz das eingeschaltet, dann würden die Frauen schwanger werden und dann würde das ganze System wieder abgeschaltet werden und wir würden null Energieverlust haben und wir wären viel erfolgreicher. Alle Gruppen, die diese genetische Änderung hätten, wären ja viel erfolgreicher gewesen, weil sie eben ja gar keine Energieverluste mehr hatten. Wir hatten also die Kette, Sie erinnern sich, ich gehe mal auf die Gruppen, das Gruppenbild mit Dame. Wir hatten ja also die am wenigsten erfolgreiche Gruppe war die Gruppe der Säugetiere, in der Rivalentötung und Kindertötung die Regel sind und in der das Sozialsystem halt so funktioniert. Ja, zum Beispiel Löwenartige. Und die haben sehr hohe Energieverluste und sehr hohe Verschwendung, Vergeudung, weil jeder getötete männliche Löwe im Rivalenkampf und jedes getötete Kind ja natürlich ein enormer Energieverlust und eine enorme Verschwendung darstellt. Ja? Dann haben wir die Gorilla-artigen Gruppen, wo immerhin auch noch immer jederzeit noch möglich ist, dass Männer Männer töten und damit wieder enorme Energieverluste und Verschwendung und Vergeudung da ist. Ja? Und dann haben wir Gruppen, in denen der Energieverlust eben reduziert ist, weil sozusagen die Frauen mit allen Frauen Sex haben, also hier aus den, aus, jetzt machen wir mal das ganze Bild, also wir nehmen jetzt mal das neueste Bild der Evolution, also Bonobos und Homo erectus, Homo sapiens, mal hier und dann haben wir sie umliegende Gruppen und dann kommen hier die jungen Mädchen ab Pubertät quasi, wandern ab und suchen quasi Liebe, weil in ihrer Ausgangsgruppe ist es so, dass da ein Programm funktioniert, das ja auch, glaube ich, Professor Bischof, war das Norbert Bischof, Professor Norbert Bischof damals sehr gut erkannt hatte, dass eben, wenn man in der Kindheit mit Personen aufgewachsen ist, dann geschieht so etwas, dass man an denen sexuell kaum interessiert ist, relativ wenig interessiert ist. Relativ wenig. Und weil ja sozusagen alle Männer der Gemeinschaft sozusagen der Vater dieser jungen Frauen sein könnten, gibt es jedenfalls auf jeden Fall genetische Programme, die dazu führen, dass die Mädchen abwandern und nicht hier ihr Sexleben entfalten und aufbauen, sondern suchen nach anderen Gruppen. Ne? Und jetzt zum Beispiel bei dieser Gruppe wandern ja alle Frauen zu. Alle Mädchen zu. Aus allen möglichen umliegenden, weiter entfernten Gruppen kommen junge Mädchen und die gerade geschlechtsreif werden und
gucken. Und dann haben sie da viele hübsche Frauen. Und dann zeigt sich jetzt erst einmal, ob diese Frauen hier, die außen sind quasi die Frauen, die quasi als erstes einmal prüfen, ob dieses hübsche junge Frau, diese hübsche junge werdende Frau gerade, ob die sexuell attraktiv für sie ist. Ja? Und dann machen sie alle Sex miteinander im positivsten Fall. Im negativsten Fall wird sich diese junge Frau dann eine andere Gruppe suchen müssen. Ja? Ich glaube nicht, dass immer alle dieser jungen Frauen wirklich aufgenommen werden, sondern dass da schon auch eben diese sexuelle Attraktivität, dass da die entsprechenden genetischen Programme greifen. Und aber nehmen wir mal an, die wäre jetzt bei allen Frauen beliebt und ein beliebter Sexualpartner, dann ist das ja eine unheimliche Verschwendung. Aber diese Verschwendung ist deswegen erfolgreich, weil sie die noch größere Verschwendung, nämlich dass hier diese Frauen alle gegenseitig versuchen, sich ihre Kinder zu töten, aus Rivalitätsgründen, dass das unterbleibt, weil eben offensichtlich das Gehirn Schwierigkeiten hat, damit orgasmische Gefühle, Liebesgefühle gegenüber diesen anderen Frauen zu haben und dann gleichzeitig hinzugehen und deren Kind zu töten. Das schafft das Gehirn nicht. Ja? Und das insofern ist die Verschwendung durch die weibliche Bisexualität ist die geringere Verschwendung im Vergleich mit der Kindertötung durch Frauen in der Natur. Und wer jetzt sagt, ja, wir haben doch in der modernen Gesellschaft keine Kindertötung, ist alles Quatsch. Wie gesagt, man hat das untersucht, oft für die männliche Kindertötung. Wenn ein Mann denkt, er sei nicht der leibliche Vater eines Kindes, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Kind tötet oder quält oder foltert, misshandelt oder sexuell missbraucht, ist ungefähr 40 Mal höher. Also auch bei uns haben wir es ständig, lesen Sie doch mal, googeln Sie mal nach den Statistiken, wie viele Kinder gequält, gefoltert und getötet werden durch Frauen, durch Männer und so weiter heutzutage in der Marktwirtschaft. Ja, eben weil wir ja dieses Schutzsystem nicht mehr haben, diese Gruppenehe nicht mehr haben. Ja? Gruppenehe als Abkürzung für die urmatriarchale, pazifistische, Bonobo, Schenker, kommunistische, polyamore, weiblich-bisexuelle Gruppenehe. Ja? Also Gruppenehe ist das Kurzwort dafür, ja, die Abkürzung. Und jetzt ist es so, danach, wenn dann die Frauen von allen geliebt werden, dann gönnt man natürlich auch der neuen jungen Frau, die ja jetzt hierhin dazugekommen ist, der gönnt man ja auch an die Männer in der Mitte ranzugehen. Ja? Also jetzt dürfen auch diese jungen Frauen auch an diese Männer ran und dort werden sie dann vielleicht das erste Mal schwanger, haben Sex mit allen Männern der Gruppe. Dadurch, und wie gesagt, 40 Frauen, 40 Männer, die Zahlen stimmen hier nicht, 40 Frauen, 40 Männer, 70 Kinder vielleicht, ja, 150 Individuen, das scheint die menschliche Urgruppe zu sein, ja, die Gruppenehe zu sein. Die menschliche Gruppenehe besteht wohl aus 40 Männern, 40 Frauen, 70 Kindern, über den Daumen. Also streiten wir nicht um ein paar über die Zahlen, so, das ist jetzt nur eine ganz grobe Schätzung von mir, ne? Und dann ist es eben so, dass hier die Männer, die haben ja auch öfters Körperkontakt miteinander bei den Bonobos. Und das, obwohl ja alle Männer in der Gruppe verbleiben. Ja, denn wenn die Mädchen wandern, dürfen jetzt nicht auch noch die Männer anfangen zu wandern, sonst würden ja vielleicht wieder die leiblichen Väter auf die leiblichen Töchter treffen und diese wieder schwängern und so weiter, sondern nein, die Männer bleiben brav, alle als Muttersöhnchen bei ihren Müttern und sozusagen, und die haben ja als Männer Sex mit allen, außer ihren eigenen Müttern und deren engen Verwandten. Also wenn manchmal kann es ja auch sein, dass Mädchen zuwandern, die quasi
Schwestern der vorhandenen Frauen sind, und die kennen sich natürlich dann von ihrer Herkunftsgruppe dann. Und natürlich wird, wenn ein Mann weiß, dass er quasi der verwandt ist mit einer Frau, die zugewandert ist, wird es da auch nicht zu sexuellen Handlungen kommen. Da gibt es ja all die entsprechenden Mechanismen in der Natur dafür. Aber ansonsten werden die Männer ja jetzt alle Sex haben mit allen Frauen, die eben, wo nicht diese Verwandtschaftsbarrikade herrscht. Und aber alle Männer untereinander werden ja letztendlich alle sehr eng miteinander verwandt sein, und dann braucht es nur wenig Körperkontakt und Zärtlichkeit, also nur wenig Verschwendung, sozusagen, um das zu erreichen. Jetzt ist natürlich eine ungeklärte Frage, warum wir so viele Menschen haben, die jetzt so zwangsmonogam homosexuell, männlich homosexuell sind. Das ist dann schwer zu erklären, weil letztendlich nur gibt es dann die eine Erklärung: die Zwangsmonogamie resultiert aus der Marktwirtschaft, die gehorchen einfach der Marktwirtschaft und sind dann deswegen zwangsmonogam, zwangshomosexuell männlich sozusagen. Aber warum es davon so viel gibt, ist jetzt eine andere Frage. Vielleicht liegt das daran, dass die Menschen eine Genetik haben, die offen dafür ist, dass, wenn die Situation mal nicht so ist, dass man mit allen Männern der Gruppe verwandt ist, wenn es irgendwie doch mal zu neuen Gruppenbildungen irgendwie oder kommt, oder Gruppen durch irgendwas doch mal zerrissen werden, dass die Männer dann auch die Möglichkeit haben, wieder von wenig homosexuellem Handeln auf viel homosexuelles Handeln umzuschalten, um dann auch so ähnlich wie die Frauen, die auf Bisexualität umzuschalten, sozusagen, dass dann eben die Männer sich auch mit den Männern einlieben können und auch so dort die Kindertötung von Männern untereinander, wie wir sie ja bei den Löwen so ganz stark beobachten, nämlich dass Löwenmänner die Kinder anderer Löwenmänner töten, dass das dann auch verhindert wird, dass die, also in unserer Genetik, ein Potenzial besteht, auch auf bei Männern auf volle Bisexualität umschalten zu können. Ja? Was ich insofern bestätigen kann, dass ich bei aller Verklemmtheitserziehung in der Marktwirtschaft immer wieder mal in meinem Leben auch besonders mädchenartige, hübsch aussehende Jungs durchaus so ein bisschen reagieren konnte, trotz aller Unterdrückung durch die Marktwirtschaft und aller katholischen sexualitätsunterdrückerischen Erziehung sozusagen. Ja? Also das könnte eine Erklärung sein, dass die Genetik auch der Männer offen ist für die Ausweitung auf volle Bisexualität. Ja? Und dann erklärt sich aber die die zwangsmonogame männliche Homosexualität, die erklärt sich dann durch den Monogamiezwang der Marktwirtschaft, der dann automatisch aus Bisexuellen dann wieder homosexuelle Männer macht, ne? Dann hätten wir das Ganze erklärt. Ja, und trotzdem sehen wir ja auch bei vielen homosexuellen Paaren, dass die immer wieder damit kämpfen, dass da auch die Tendenz zum Polyamoren natürlich genetisch verankert ist, ja. Ja, und so haben wir ein System. Und jetzt ist der Punkt: wenn jetzt also Kraft des Geistes es möglich gewesen wäre, all diese Verschwendung, also die weibliche Bisexualität und die potenzielle männliche Bisexualität und in kleinen Spuren noch auch vorhandenen homoerotischen Handlungen der Männer bei den Bonobos und bei Homo erectus, Homo sapiens, diese Verschwendung, das wäre doch so toll gewesen, die hätte man doch wegkriegen können, dann hätten sich, wenn das per Kraft des Geistes die Rivalentötung und die Kindertötung zuverlässig abgeschaltet worden wäre,
Ja, und damit also das als Symbol des nicht sozialen, aversiven Verhaltens sozusagen, dann hätte sich die, sofort hätte sich die Genetik, hätten die Gruppen, jetzt gehen wir wieder so, jetzt sagen wir wieder, jetzt sind wieder konkurrierende oder in biologischem Wettbewerb stehende Gruppen. Also wenn dann hier in dieser Gruppe, oder machen wir es ganz anders, hier in dieser Gruppe entsteht eine Mutante, in der der Geist die Kraft hat, über geistige Steuerung die Kindertötung und die Rivalentötung zuverlässigst zu verhindern. Der Geist, der Gedanke an das sinnvolle Gute für alle steuert diese Menschen. Dann wird diese Gruppe extrem erfolgreich sein, besonders dann, wenn sich auch eine andere Mutation hier befindet, nämlich eine, die die Sexualität, die Lust an Sexualität einschränkt und runterfährt und auf wenige Tage im Jahr beschränkt, auf eine Brunftzeit zum Beispiel oder andere Mechanismen, wie man das beschränkt, ne? Und dann würden ja die ganzen Frauen hier mit den neu ankommenden Frauen und so weiter gar keinen Sex mehr haben müssen. Alles völlig unnötig. Ja? Kann alles eingespart werden. Und damit hätten die dann auch die, für die Gehirne dieser Frauen, während die anderen Frauen die große Zeit, also die gesamte Zeit des Jahres, alle Zeit des Jahres, so interessant und attraktiv wie ein Stück Stein. Ja? Einfach völlig sexuell reizlos. Und damit könnte man diesen völlig zeitvergeuderischen und energieverschwenderischen sexuellen Kontakt auf null runterfahren und nur ein paar ganz wenige, einmal im Jahr, kurze Zeit, ein paar ganz wenige Kontakte zwischen Männern und Frauen sexuell haben irgendwie, weil ja über die Kraft des Geistes, das, was der Diplom-Theologe Jürgen Wagner ja auch angesprochen hat, nämlich eine verantwortungsvolle, vernünftige Partnerwahl und sexuelle Zuchtwahl, also eine vernünftige, verantwortungsvolle, geistig gesteuerte sexuelle Zuchtwahl, wo man vielleicht noch guckt, ob die sich auch riechen können, ob auch die olfaktorischen Signale grünes Licht geben, weil die Immunsysteme gut zueinander passen würden und ein immunstarkes Kind daraus resultieren würde und so weiter. Und dann hätte man so eine geistig gesteuerte, verantwortliche Zuchtwahl und dann würden diese dann also einfach nur einmal Sex haben miteinander, zwei, dreimal Sex haben miteinander, bis das Kind gezeugt ist. Und dann hätten sie wieder hormonell wieder null Bock aufeinander sozusagen. Das wäre diese kurze Brunftzeit, in der sie überhaupt fähig sind und auch nur Männer mit Frauen, Frauen Männer attraktiv finden und Männer und Frauen attraktiv finden. Und das nur für ein paar Tage im Jahr sozusagen. Und dann würden dort die wenigen ausgewählten Sexualpartner miteinander wertvolle Kinder zeugen und das ist eine geistig gesteuerte, geisteswissenschaftlich vernünftig, sinnvoll gesteuerte Steuerung zur Erhaltung der Genqualität und so weiter. Ein gutes Konzept, aber dann wären die Gruppen, in denen jetzt genetische Mutationen vorliegen, die also die Sexualität völlig abschalten, bis auf ganz wenige Möglichkeiten, die wären ja der Renner. Weil die am wenigsten Vergeudung hätten, am wenigsten Verschwendung, am wenigsten Energieverlust und weil so und warum bin ich nicht so? Warum sind die anderen Menschen nicht so? Warum rennen alle irgendwo doch hinter Sex her? Warum sind Sexseiten im Internet die gefragtesten Seiten? Warum sind Pornoseiten die gefragtesten Seiten im Internet? Weil dieses Erfolgsmodell nie gelungen war, nämlich dass der Geist die Kraft, die Herrschaft gewinnt und erfolgreich alles Schlechte, nicht nur Rivalentötung und Kindertötung geschafft hat zu unterbinden, sondern alles andere Schlechte auch noch dazu. Das ist einfach nie gelungen. Und da das nie gelungen ist, sind wir alle genetisch noch auf die Gruppenehe genetisch geeicht.
was die Marktwirtschaft versucht runterzuknüppeln, weil wir dann ja zu befriedigt sind. Wir sollen ja einsame, kaufsüchtige Singles werden. Und deswegen musste, der ist der entscheidende, vorteilbringende Irrtum, lieber Mensch, du bist gar kein Gruppenehemensch, du bist ein monogamer, wenig Sex Mensch. Gehorche. Ja, und dieser vorteilbringende Irrtum, all der Händler, Frühhändler und Frühärzte, der hat uns alle, wir sind alle Sklaven dieses Befehles, dieses vorteilbringenden Irrtums. Ja, und dadurch sozusagen, und das wäre jetzt der naturwissenschaftliche Beweis, dass die Geisteswissenschaftler leider nicht ganz recht haben. In der Welt war es kein Erfolgsmodell bisher. Bisher hat es niemand geschafft, eine Gruppe zu bilden, in der die Geisteskraft quasi die Infantizid- und Rivalen, also die Kindertötungs- und Rivalentötungstendenz und alles andere Schlechte abgeschafft hätte und dadurch dann den Energieverlust der Sexualität hätte eindämmen und auf nahe Null reduzieren können. Das war nicht möglich. Also das einzige Erfolgsrezept, was in der Evolution da war, war die Gruppenehe. Und deswegen neige ich dazu, experimentell in unserem Forum für experimentelle Gemeinschafts- und Gesellschaftsgestaltung, FEC, in unseren experimentalen auch eine Untergruppe, Gruppenehe zu bilden. Und weil ich eben glaube, dass das bisher jedenfalls noch kein Erfolgsmodell der Evolution war mit der Steuerung über die Geisteskraft. Und weil das in unseren Genen immer noch steckt. Und das steckt da in unseren Genen immer noch, weil noch nie dieses andere funktioniert hat. Wenn es erstmals funktionieren würde, würde es sich total schnell ausbreiten, weil wenn es funktionieren würde und dann auch noch irgendeine Mutation jemals auftauchen würde, die die Menge des sexuellen Handelns reduzieren würde, wäre dann diese Gruppe sofort der Renner der Evolution, wäre leistungsfähiger als alle anderen Menschengruppen auf der Erde, würde immer mehr Nachkommen in die Welt setzen als andere und so weiter, würde größeren wirtschaftlichen Erfolg haben und in allem mehr Erfolg haben, weil sie eben weniger Verschwendung hätten, ne? Und die Lust würde ja dann nicht verschwinden aus der Welt, sondern die Lust würde zum Beispiel ans Tätigsein gekoppelt werden. Dann würde das Arbeiten mehr Spaß machen und die Sexualität weniger Spaß machen. Und jetzt, heute ist es ja so, dass in der Gruppenehe die Sexarbeit mehr Spaß macht als die andere Arbeit und da es dadurch dann zu dieser Verschwendung und Vergeudung kommt, ja. Und die Lust würde nicht verloren gehen, denn in der Evolution wird die Lust immer nur verschoben, ja, von einer Glücksquelle auf die andere. Ja, das ist ja auch bei Kindern so, ja, dass sie zum Beispiel beim Lernen, bei der Neugier und Neulust, die Kinder mehr Lust haben und dann kommt das zur hormonellen Umstellung in der Pubertät und dann sozusagen haben plötzlich die Kinder auch große Lust an Sexualität. Und dadurch haben sie weniger Lustmöglichkeiten bei der Neulust und Neugier und beim Lernen und etwas mehr Lust. Und dann sehen wir plötzlich, dass die Kinder sich in der Schule mehr für Liebespartner interessieren als für den Stoff. Ja? Und das ist sowas ist ganz normal in der Evolution. Die Lustmöglichkeitsverschiebung, also die Verschiebung der Lustmöglichkeiten, die genetische Verschiebung der Lustmöglichkeiten von einer Lustmöglichkeit auf eine andere. Ja? Also wir würden dadurch nicht unglücklicher werden. Ne? Also, aber bis mir jetzt so ein erfolgreiches geisteswissenschaftliches Experiment gezeigt wird, sage ich, okay, vielleicht bietet bis jetzt menschliche Existenz nicht mehr, weil vielleicht der Geist einfach nicht über die Gene herrschen kann, sondern die Gene immer über den Geist herrschen. Also noch einmal, ich hatte es schon tausendmal erklärt natürlich,
Letztendlich ist das Gehirn nur ein Werkzeug, um wieder möglichst viele solche Dinge zu produzieren, in denen die eigenen Gene zukünftig weiter existieren können. Weil ja in der Evolution alles ausstirbt, was nicht noch länger lebende, in der Zukunft weiter existierende Körper produziert. Und das Gehirn ist nur ein Werkzeug, diesem Ziel zu dienen. Also das Gehirn hat letztendlich sucht Wege, an hochwertige Ressourcen ranzukommen, an hochwertige Nahrung zum Beispiel und an Wege zu, an Nester, an Wohnungen, Nester und so weiter und an Wege an interessante, gute Gene. Männer suchen Strategien und Wege, um an gute Gene von Frauen heranzukommen. Und Frauen suchen, haben Strategien und haben ihr Gehirn dazu, an die guten Gene von guten Männern heranzukommen, sozusagen. Und damit ihre eigenen Gene in guter Gesellschaft dann in der Zukunft weiter existieren. Und da das erlaubt, diese Überherrschaft der Gene und des Genetischen erlaubt es gar nicht, dass das Gehirn jemals die Oberherrschaft bekommen kann über den Organismus, sondern die Gene haben immer die Oberherrschaft über das Gehirn und damit über den Geist. Das ist jetzt aber, das sind jetzt biologische, naturwissenschaftliche Thesen, die gerne widerlegt werden können von dem Diplom-Theologen, von den Geisteswissenschaftlern, dass er es zeigen möge, dass eine geistig kontrollierte Gemeinschaft abgelebt wird, praktiziert wird und funktioniert und so weiter. Das kann gerne bewiesen werden. Wir sind ja für jedes Experiment offen, als echte Wissenschaftler, als letzte Mohikaner der Erde, die letzten Wissenschaftler der Erde. Ja, und dass eben dieses Geistige vielleicht deswegen von als Bosheit, als moralische, moralisierende, moralinsaure Bosheit empfunden wird, als erhobener Zeigefinger, weil das eben leider nicht unserer Natur entspricht, weil wir eben nun mal, weil es kein anderes Leben außer genetisches Leben in diesem Universum gibt und damit die Gene das eigentliche Element des Lebens sind und nicht die Gehirne. Ja, also herzliche Einladung an alle. Also noch einmal, ich glaube, hoffen, dass Sie jetzt nochmal ein tieferes Verständnis gewonnen haben von Polyamorie, von Bisexualität, von Homosexualität und von der urmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo-Schenker-kommunistischen, polyamoren, weiblich-bisexuellen Gruppenehe mit einem Potenzial hin zur männlichen Bisexualität. Und ja, dass das eigentlich unsere Naturform und Urform ist. Ja, das war eine schwere Geburt. Tschüssi, bis bald. Vielleicht kann ich das heute Abend dann besser und stringenter darstellen im Samstalk. Ja, tschüssi, bis bald.